SA-Liga am vergangenen Wochenende der Tabellenletzte. FC Rea Puls empfing Eutin 08 Tabellenplatz Nummer 2. Die Eutiner waren mit einem 9:1 aus der Vorwoche gegen Meldorf angereist und wollten hier so weitermachen. Es ging auch schon los. Hier in der zweiten Szene scheitert Kevin Wölk an Christoph Rohwedder, der auf Nummer sicher geht. Auf der anderen Seite Reha mit Thies Götze über die linke Seite. Der Ball kommt zu Thorsten Alter, der schießt, der Ball wird abgeblockt und dann ist Andreas Tank frei und verzieht. 41. Minute auf der linken Seite. Kevin Hübner passt den Ball in die Mitte, wo Florian Sachs das 1:0 für Eutin 08 erzielt. Da waren 41 Minuten gespielt und es ging damit auch in die Pause. Nach dem Seitenwechsel ist hier Florian Sachs der Torschütze zum 1:0 auf der linken Seite, setzt sich hier im zweiten Versuch durch. Da kommt Fabio Padun, trifft den Pfosten und dann ist Finn Brandenburg da und erzielt das 2:0. Da haut er den Ball einfach unter die Latte und die Ostholsteiner waren auf dem besten Weg, hier 3 Punkte einzufahren. Sönke Meier hier mit dem Pass, aber wir lassen die nächsten Szenen unkommentiert, denn Christoph Rohwedder im Tor von FC Rea Puls, der hinderte die Ostholsteiner daran, hier ein hohes Ergebnis zu erzielen. Das Ganze war ja auch schon letzte Woche der Fall, wo Rohwedder die Stürmer von Eichede zum Verzweifeln brachte. Und hier ist es auch wieder der Keeper des FC Rea Puls, der im Mittelpunkt steht. Das brachte die Gastgeber in Fahrt. Freistoß von der linken Seite. Und da ist André Albers, köpft den Ball zum Anschlusstreffer ein. 2:1 nur noch für Eutin 08. Sollte es hier nochmal spannend werden, da waren noch gut 15 Minuten zu spielen. Und die Gastgeber hatten auch noch die Chance zum Ausgleich. Hier ist es der eingewechselte Nizeuer, der sich den Ball zu weit vorlegt. 85. Minute, das ist die Entscheidung. Da kommt der Ball ins Mittelfeld zu Hübner. Der passt rüber auf Yannick Niebergall und der schiebt einfach locker ein zum 3:1. Das war's dann auch schon. Viel mehr passierte nicht und Eutin holte die 3 Punkte.